Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich möchte heute einen Look und eine Review mit euch machen zu der Too Faced Glitter Bomb Palette. Und den Look, den ich heute drauf habe, habe ich auch mit dieser Palette geschminkt. Und ich werde euch jetzt erstmal grundsätzlich hier das Produkt zeigen. Was ich ja schon mal mega süß finde, ist die Verpackung. Die ist bei Too Faced ja sowieso immer super. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber da sind so Glitzerpigmente drin, die sich tatsächlich bewegen, wenn man die Palette bewegt. Mega cool. Genau, das Ganze kann man dann aufklappen und ihr habt hier oben einen Spiegel und hier unten habt ihr dann die Farben. Es gibt zwei matte Töne, was ich mega cool finde, weil ihr einfach dadurch die Palette tatsächlich allein verwenden könnt, ohne dass ihr noch irgendwas anderes dazu nehmen müsst. Und zwar habt ihr hier einen weißen Ton und einen schwarzen Ton und die sind auch mega stark pigmentiert. Auch die Glittertöne sind mega stark pigmentiert. Es gibt hier, die Palette kommt mit so einem kleinen Heftchen und da beschreibt Too Faced halt auch, dass ihr das Ganze mit und ohne Glitterprimer benutzen könnt. Die Farben werden halt wesentlich intensiver, wenn ihr einen Glitterprimer oder Glitterglue verwendet. Aber ich finde das ganz cool, wenn man den nicht immer verwendet, weil man die Palette dann auch tatsächlich im Alltag verwenden kann, weil die Farben einfach nicht so intensiv sind. Aber wenn man den Glitterglue verwendet, dann glitzert es natürlich richtig stark. So, ich möchte jetzt mit euch den, einen Look schminken, den ich jetzt auch drauf habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Als erstes nehme ich von Essence die I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Und die hat hier so einen Applikator dran, das heißt, da braucht ihr jetzt nicht irgendwie was zusätzlich. Und zwar gebe ich mir das hier einmal auf das ganze Lid, sowohl auf das bewegliche Lid als auch oben auf den nicht beweglichen Teil. Relativ großzügig. Dann nehme ich hier von Real Techniques den Blender und verblende mir das Ganze schön in die Haut. Richtig schön tupfende Bewegung, also nicht reiben oder so. Weil dann tragt ja das Produkt wieder ab. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. So, richtig schön tupfen und einblenden. So, das sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt nehmen wir hier von Zoeva die Nummer 227 als Blendepinsel. Und in der Palette gibt es einen schwarzen matten Ton und einen weißen matten Ton als Basis. Und ich fange jetzt mal mit dem weißen an und sette damit einmal den Lidschattenprimer. Klopft den Pinsel immer schön ab, weil diese Lidschatten haben Fallout und sonst habt ihr das überall im Gesicht hängen. Genau, dann gehe ich jetzt hier drüber schön, tupfe das schön in meine Haut ein. Immer schön abklopfen. Wieder abklopfen. So. Also ihr seht ja, dass ich hier hauptsächlich Glitter-Lidschatten habe. Und um jetzt meine Lidfalte zu vertiefen, nehme ich erstmal die Intensifying Base. Also den schwarzen Farbton. Und hier müsst ihr wirklich, wirklich abklopfen, weil der ist super pigmentiert und sonst habt ihr mega Flecken im Gesicht. Also schön abklopfen. Und dann gebe ich mir das hier über mein bewegliches Lid und tupfe das wieder richtig gut ein. Das ist ja auch richtig gut einarbeiten. Gerade da macht es echt Sinn, sich viel Zeit zu lassen, weil das die Grundlage für euer Augen-Make-up ist. Und ihr das nachher nicht mehr korrigieren könnt. So, die andere Seite, das gleiche Spiel. Wieder schön und rüber. Und schön einarbeiten. Guckt natürlich, dass die Seiten schön gleichmäßig werden. Ich habe jetzt nicht so das mega große Lid. Je nachdem, welche Lidform ihr habt, müsst ihr natürlich auch die Farbe etwas anders verteilen. Ich habe mir das jetzt relativ hoch verblendet, weil ich heute einfach einen auswendigen oder auffälligen Look haben will. Weil es ja auch mit dem Glitter relativ auffällig ist. Müsst ihr natürlich nicht so hoch ziehen. Ich gehe jetzt nochmal in das Weiß rein, um den Übergang noch etwas sanfter zu bekommen.
kloppe das wieder schön ab und verblende das jetzt hier nochmal schön. Also ich finde, das Schwarz ist echt mega gut pigmentiert. Gerade wenn man jetzt ein bisschen mehr Produkt aufnimmt, als ich das jetzt gemacht habe. Also echt ein tolles Schwarz, wie ich finde. Ist jetzt auch nicht fleckig oder sonst irgendwie was. Also finde ich echt toll, dass da diese zwei matten Lidschattentöne einfach dabei sind. Ja, wie ihr seht, habe ich ja jetzt relativ viele aufregende Töne zur Auswahl. Und ich möchte heute aber eher in diesen lila Tönen bleiben. Und in der Lidschattenpalette steht halt, da ist so ein kleines Heftchen bei. Und da steht halt, dass man die Sachen mit Glitterprimer oder Glitterglue verwenden kann, aber halt auch ohne. Und je nachdem ist halt das Ergebnis anders. Es ist halt weniger intensiver, wenn ihr keinen Glitterkleber oder Primer benutzt. Ich werde jetzt tatsächlich beides machen. Ich werde jetzt erstmal nur trocken in diese Farbe hier gehen, in Hot Damn, den aufnehmen. Und da müsst ihr auch wieder abklopfen, sonst glittert ihr nachher im ganzen Gesicht. Genau. Und das gebe ich mir jetzt hier auf den äußeren Teil meines beweglichen Lids. Wieder mit dem gleichen Pinsel. Und wie ihr seht, also es glittert schon. Aber es ist jetzt nicht so mega krass stark. Aber man erkennt auf jeden Fall die Farbe immer noch, auch wenn man das verblendet. Genau. Das Ganze mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Wieder auf dem äußeren Teil. Ja, es sieht doch schon ganz gut aus. Genau, als nächstes werde ich jetzt tatsächlich einen Glitterprimer verwenden. Und zwar nehme ich jetzt hier diesen von P2. Der heißt Motown Glam My Essential Glitter Pigment Primer. Und ich wollte eigentlich den von NYX kaufen, aber der war leider ausverkauft. Also kommt der P2 zum Einsatz. Hiervon gebe ich mir jetzt einfach so ein bisschen auf meinen Handrücken. Und dann nehme ich mir von Zu Eva, etwas unüblich, den Detail Liner. Das ist die Nummer 312. Und zwar ist der relativ klein. Und ich finde es persönlich besser, einen kleineren Pinsel zu verwenden, weil er ja auch eine kleine Fläche hat. Gerade ich habe jetzt wirklich nicht so ein Riesenaugenlid. Und deswegen nehme ich den kleinen Pinsel. Aber jeder wie er mag. Genau, dann nehme ich hier das Produkt auf. Gebe das jetzt hier auf die inneren zwei Drittel meines beweglichen Lids. Passt auf, dass ihr nicht blinzelt, weil sonst habt ihr nachher den Primer überall. Und nachher natürlich auch den Glitter überall. So, am besten ein bisschen nach oben gucken. Beziehungsweise nach unten gucken. Den Kopf nach oben. Genau, das verteile ich jetzt so richtig schön. Man kann natürlich auch erst Concealer auftragen, um ein intensiveres Farbergebnis am Ende zu bekommen. Ich möchte jetzt aber eher so einen soften Look, deswegen mache ich das jetzt nicht. Also es wird jetzt keine krasse Cut Crease geben. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ich möchte das heute halt nicht. So. Soweit, so gut. Jetzt wird es richtig aufregend. Und zwar nehme ich jetzt hier diesen hellen Ton Konfetti und nehme die Farbe mit meinem Finger auf. Ich nehme jetzt den kleinen Finger, einfach weil es am genauesten ist, und tupfe das jetzt in mein Lid ein, da wo ich eben den Glitterprimer aufgegeben habe. Und wie ihr seht, also das ist schon ein deutlicher Unterschied, ob ihr einen Glitterprimer benutzt oder nicht. Die Glitterpigmente kommen einfach viel mehr, kommen viel mehr zur Geltung. Und die Farbe ist auch halt viel intensiver. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass man so ein bisschen die Auswahl hat. Und wenn man jetzt so einen Alltagslook schminkt und man möchte halt nur ein bisschen Glitter, dann kann man das auch ganz gut ohne Glitterprimer verwenden. Und das finde ich halt cool, dass es so vielseitig ist, weil es ist ja jetzt doch eher eine sehr auffällige Palette. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht mit Glitter im Alltag. Traut ihr euch das? Würdet ihr damit ins Büro, zur Schule oder zur Uni gehen oder eher nicht? Das würde mich echt mal interessieren. Also ich persönlich gehe ja eigentlich eher so vor die Tür, wie es mir gefällt. Mir ist das eigentlich ziemlich egal, aber natürlich jetzt nicht. Ich würde mir jetzt nicht die stärksten Wimpern unbedingt aufkleben, um zur Uni zu gehen.
Ja, sieht man ja schon einen deutlichen Unterschied, würde ich sagen. Und weil ich diese Farbe hier mich schon die ganze Zeit anlächelt, werde ich jetzt diesen Goldton hier nehmen. Oh, it's on. Und den werde ich mir jetzt nur in die Mitte von meinem Lid geben. Wieder mit meinem kleinen Finger. Und dann tupfe ich mir den hier wieder so richtig schön in die Mitte auf. Also ich finde das ganz cool. Das ist ja eine Palette und normalerweise gibt es ja eher diese losen Pigmente so als Glitter-Lidschatten. Aber ich finde, das hier ist jetzt wesentlich weniger Chaos. Man verliert wesentlich weniger Lidschatten und es ist halt super kompakt und ihr habt keine 5000 Döschen rumstehen. Und ich finde das bisher die beste Glitter-Lidschattenpalette, also reine Glitter-Lidschattenpalette, die ich bisher probiert habe und auch gesehen habe. Ihr seht, ich habe ein bisschen Fallout, das bürste ich mir gleich mit dem Pinsel aus dem Gesicht. Aber erstmal mache ich noch ein Innenwinkel-Highlight. Dafür nehme ich wieder diesen Detail-Liner von zu Eva. Gehe wieder in meinen Ditter-Primer. Und gebe mir das jetzt auf den inneren Augenwinkel. Genau. Das gebe ich jetzt sehr genau auf, damit halt nachher das Glitter wieder nicht im ganzen Gesicht ist. So, und dann nehme ich den goldenen Ton hier wieder mit meinem kleinen Finger auf und tupfe mir das hier in den inneren Augenwinkel. Und jetzt bürste ich mir erstmal die Reste aus dem Gesicht. Also, wie ihr seht, das Fallout ist relativ stark. Am besten baked ihr. Also nehmt relativ viel transparentes Puder unter das Auge. Oder ihr macht halt wirklich den Lidschatten vor eurer Foundation. Wenn man das weiß, ist das ja auch kein Problem. Also mich persönlich stört das jetzt nicht, wenn man Fallout hat. Muss man halt einfach wissen und dann damit umgehen. Auf jeden Fall an dem unteren Lid ran möchte ich jetzt nochmal diesen tollen Lila-Ton Hot Damn nehmen. Und wieder schön abklopfen. Und damit gehe ich jetzt einmal hier am unteren Wimpernkranz entlang. Wie ihr seht, ich glitter wirklich überall. Ja, das war es auch schon mit der Lidschattenpalette. Jetzt mache ich den Look noch vollständig mit den Essence Metal Art Lip and Eyeliner. Mal gucken, welche Farbe ich jetzt nehme, weiß ich noch nicht. Das wird auf jeden Fall heute dieses Lila. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie eine Farbe draufsteht. Aber es gibt auch nur einen Lilan. Müsst ihr mal gucken. Schreibt euch das auch nochmal in die Infobox, welcher das genau ist. Der hat hier so eine super feine Spitze, finde ich echt toll. Und genau, damit mache ich mir jetzt hier Lidstrich. Ich gehe jetzt auch nicht ganz so hoch. Ich mache das jetzt relativ dezent, weil ich einfach finde, es ist schon so relativ auffällig. Ich muss jetzt nicht da noch großartig den riesen Lidschattenflügel zeichnen. Ach Quatsch. Ja, Eyeliner auftragen und dabei reden ist schon schwierig. Aber ich finde die Farbe mega schön und die harmoniert auch echt gut mit den Tönen aus der Lidschattenpalette. Ich mache mir jetzt auch unten nicht großartig was dran. Höchstens hier an der Ecke ein bisschen, damit das Lid einfach nochmal vertieft wird. Genau. Und last but not least kommt natürlich die Wimperntusche. Dafür nehme ich die der Real Mascara von Benefit, meine absolute Lieblingsmascara, weil das die einzige ist, die meine Wimpern wirklich oben halten, auch wenn ich jetzt keine Wimpernzange oder sowas benutze. Und ich finde auch das Bürstchen einfach mega toll, weil es wirklich jede meiner Wimpern echt.
gehe ich hier wieder mit rotierenden Bewegungen, so Zickzack-Bewegungen nach oben. Natürlich auch unten schön. Kennt ihr, dass das eine Seite immer besser klappt als die andere? Bei mir ist das bei der, den Wimpern immer ganz extrem. Auf der linken Seite habe ich immer das Gefühl, meine Nase ist im Weg. Jetzt noch den unteren Wimpernkranz. So, ich werde mir jetzt keine Fake Lashes oder so aufkleben, weil ich finde, mir reicht das so persönlich. Aber natürlich lädt der Look relativ dazu ein, Fake Lashes drauf zu kleben. Ja, ich hoffe, das, der fertige Look gefällt euch und es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne meinen Channel abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!